Wir sind nochmal beim Thema Zuordnung und wir machen Übungen. Und eine Hausaufgabe war, nochmal hier ist die Aufgabe, stelle die Formel Rho ist M durch V und die andere Formel, aber das war jetzt die erste Formel, in Wertetabellen, hier eine Wertetabelle und grafisch dar. Und zwar, die Dichte von Aluminium war 2,7 Kilogramm pro Kubikdezimeter. Und dann mal gucken, was bei rauskommt. Und da hatte jetzt eine Schülerin das schön aufgemalt. Sie hat es das erste Mal gemacht und dafür sehr schön. Und zwar hat sie gesagt, okay, die Dichte von Aluminium ist so. Das bedeutet aber, ich habe Kilogramm geteilt durch Kubikdezimeter. Wir sagen Kilogramm pro Kubikdezimeter. Und das ist nichts anderes, das hier, diese Einheit, das ist ein Quotient. Etwas durcheinander teilen bedeutet als Ergebnis ein Quotient. Da man aber hier nichts kürzen kann, steht oben noch ein Kilogramm und unten Kubikdezimeter. Ich erinnere nochmal an folgenden Fakt. Früher in der ersten Klasse hätten wir 1 durch 7 so geschrieben, jetzt schreiben wir es so. Das ist auch ein Quotient. Beides sind Quotienten. Das hier ist ein Quotient, das hier ist ein Quotient. Und deswegen ist das schon mal ein Hinweis darauf, dass es sich hier um Quotientengleichheit handelt. Jetzt hatte ein Schüler die Idee, na und? Dann nehme ich bloß einen einzigen Wert. Ich nehme mal einfach, das Maximale waren 54 Kilogramm und dann rechne ich ganz einfach, nehme ich diesen Punkt und setze diesen Punkt hier oben. Dann habe ich ja auch schon eine Gerade, das stimmt. Aber der Vorteil dieser Schülerinnen, das haben nämlich zwei entwickelt, war, dass sie gesagt haben, wenn ich von hier nur eine Linie bis runter zum Nullpunkt zeichne, ist es ja schön. Aber ich habe hier einen Kontrollpunkt, hier. Das ist mein Kontrollpunkt hier. Und wenn der auch auf der Linie liegt, hier durch die Ungenauigkeiten freihand, ist klar, ist das nicht ganz genau der Fall, und der liegt hier auch noch auf der Linie, dann kann ich wirklich sagen, ich habe richtig gerechnet und dann war der Punkt auch richtig. Das ist das Schöne. Und so konnte man es darstellen, ganz genau, Quotientengleichheit. Prima, Beifall hat sie schon gekriegt. Ein schöner Einwand. Erstens, hätten wir auch andere Werte nehmen können? Klar, wenn die alle mit auf diese Gerade raufpassen und manche haben sich die Mühe gemacht, noch größere Werte zu nehmen. Die würden alle auf der geraden Linie. Das ist alles in Ordnung. Die andere Sache, was ist, wenn ich die Masse nicht hier, sondern hier unten ranschreibe? Dann würde es ganz genauso gehen. Natürlich, klar. Ist beides richtig. Schön. Wer macht die zweite Aufgabe? Jetzt, Scott. Gut, jetzt kam die zweite Aufgabe, hat ein Schüler gemacht. Und dann, na klar, wenn man... Wie gesagt, das waren die ersten Reproduktionen der Schüler, die sich getraut haben, das hier mal vorne vor allem darzustellen. Auch mal so. Und freie Hand, ich gebe zu, auf dem Tablet, richtig schwer. Hier ergäbe sich ein Verlauf, der zeigt uns nicht so richtig, ob das eine Hyperbel ist. Und jetzt haben wir uns überlegt, anhand der Aufgabe, wo die maximalen Werte waren, dann sage ich, na und? Dann teile ich einfach meine Tabelle so ein, indem ich sage, maximale Länge, die war vorgegeben, ach nee, die wollte ich am Blau machen, maximale Länge, also hellblau, und da ich weiß, dass bei der maximalen Länge die minimale Kraft ist, die hatte ich hier noch nicht, diese Werte, habe ich einfach gesagt, naja, und dann nehme ich die maximale Kraft und die muss einen kleinsten Hebel haben. Und wenn ich mir jetzt hier, ich könnte mir auch krumme Werte einfallen lassen, wenn ich mir hier glatte Werte einigermaßen nehme, dann schreibe ich einfach zu der 90 eine 1. Dann kann ich nämlich 1, 2, 3, 4, 5, 6 sagen. Und jetzt die Wertepaare, die ermittelt man ganz einfach wie üblich, indem man sagt, 1 mal 90 muss 90 ergeben, Produktgleichheit. Ne? 1 mal 90 gleich 90. Also sage ich 2 mal 45, 3 mal 30, 4, jetzt kann ich sagen, das ist die doppelte Hebellänge, also muss das die Hälfte von 45, 22,5 sein. Und bei 5 muss ich überlegen, dann muss ich sagen, 90 durch 5 ist 180 durch 10, also 18, und 6 mal 15 ist das. Und dann komme ich auf diesen Graphenverlauf und der sieht ein bisschen mehr aus wie eine Hyperbel. Also man muss dann ein bisschen rumjangeln mit solchen Sachen. Wenn ich schon maximale dies und maximale das habe, dann nehme ich auch die entsprechenden Wertepaare so auf diese Art dazwischen. Das bis dahin. Und dann kann man richtig schicke Hyperbeln darstellen. Das war eine typische Aufgabe, wie sie in der Wirtschaft auch ist, wenn ihr später mal Direktor seid oder Chefbuchhalter oder sonst was, müsst ihr den Leuten grafisch darstellen können, so hängt das zusammen. Denn ihr könnt die nicht mit einer ganzen Zahlentabelle oder vielleicht 20 Zahlentabellen bombardieren, sondern ihr müsst denen anhand eines Bildes zeigen, wie sich das alles entwickelt. Nebenbei, wenn das
der Gewinn und Verlust und sowas wäre und der würde stets bergab gehen im Laufe der Zeit, dann wären alle im Betrieb traurig. Ne? Das ist klar. Okay, Pause bis dahin. Jetzt gibt es bestimmt Fragen. So, und jetzt gab es die Fragen. Was ist denn, wenn ich F und L vertauscht hätte? Genauso hier oben. Was ist denn, wenn ich M und V vertauscht hätte? Wäre das genauso ein Bild? Also eine Gerade und eine Hyperbel geworden? Und genau das ist die Frage. Aufgabe ist jetzt, ihr macht mal, nehmt ruhig diese Werte hier, denn die ändern sich nicht. Also man könnte auch krumme Werte nehmen, man könnte auch noch feine abstufen, 5,5 Meter, 4,5 Meter noch Zwischenwerte, umso genauer wird ja unsere Hyperbel. Aber wir wollen mal anhand dieser Wertetabelle hier ausprobieren, wenn wir F und L vertauschen, wie sieht dann unsere Hyperbel aus oder wird es vielleicht gar keine Hyperbel? So, wir haben jetzt folgenden Versuch gemacht. Ich habe das gemacht, was man eigentlich nicht machen sollte. Ich habe einfach mal die Achsen vertauscht. In lila habe ich hier genau verkehrt rum. L in Metern hier oben statt F hingeschrieben und hier unten. Und habe jetzt hier aber folgenden Effekt. Und zwar schaut mal hier. Hier habe ich die lila Punkte, die sind hier mehr und werden hier weniger. Und wenn ich jetzt das mal für die blauen Punkte mache, da hatte ich hier einen blauen Punkt. Dann kam erst hier ein blauer Punkt und dann hier ein blauer Punkt und hier mehr. Das heißt, die Punkteanordnung, die hat sich ein bisschen verschoben, aber ansonsten ist genau die gleiche Kurve. Jetzt kam eine Idee eines Schülers und zwar finde ich genial, dass die kam. Wenn ihr zu Hause mal an euren Fernseher geht, dann werdet ihr feststellen, am besten ihr schaut mal mit der Lupe rauf, dass das ganze Bild sich aus Bildpunkten zusammensetzt. Und die sind ganz eng beieinander. Und je weiter ich weggehe, ich mach das mal so, dass ich das hier verkleinern werde. Also, das ist unser Bildpunkt nochmal. In groß mögen die meinetwegen rot, blau und gelb sein. Es gibt auch die andere Variante, gehe ich jetzt mal nicht drauf ein. Und immer kleiner und noch kleiner und noch kleiner, wenn man weiter weg geht. Und noch kleiner, wenn man noch weiter weg geht. Ja, jetzt, kleiner kann ich es nicht verkleinern. Dann sieht man die einzelnen Farben vielleicht gar nicht mehr, je weiter man wegkommt. Aber eins wissen wir zum Beispiel. Wenn ich rot und gelb vermische. So geht's nicht. Moment, ich muss mal umdrehen. Rot und gelb vermischen. Merkt ihr was? Dann wird es orangiger. Wenn ich rot und blau vermische, ergibt sich wieder eine neue Farbe. Ich kann das leider jetzt hier mit dem Computer so nicht darstellen, weil das Programm kein Grafikprogramm ist, sondern nur ein Hinmalprogramm, Zeichenprogramm, Notizprogramm. Aber wir sehen schon eins. Wenn ich verschiedene Farben mische, erreiche ich neue Farben. Hier rot und grün. In Wirklichkeit wäre es braun, rot und gelb würde grün ergeben, blau und rot würde lila ergeben und so weiter. Und das ist der ganze Trick. Das heißt, wenn ich einen Kreis sehe, ich sehe einen Kreis auf meinem Fernseher, einen richtigen echten Kreis, und ich gehe mal ganz nah ran, also ich lege hier mal die Lupe drauf sozusagen, dann besteht dieser Kreis aus lauter Bildpunkten, die aneinandergereiht sind. Von weit weg mag das vielleicht einen Kreis ergeben. Das heißt, ich werde das nochmal verkleinern hier. Das hier verkleinert. Das sieht einer durchgezogenen Linie schon ähnlicher. Und das wollte ich deswegen gesagt haben, weil, ich habe hier ein Koordinatensystem und ich male mal ein paar Punkte ein. Und ich würde diese Punkte wie folgt verbinden. Und zwar Strich, 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 Strich und hier vielleicht so hin. Dann sieht das einer Kurve nicht ähnlich. Und jetzt kommt der Trick. Je mehr ich Punkte habe, so wie hier, umso mehr wird es einer Hyperbel ähneln. Da wir aber nicht unendlich viele Punkte hier machen können, hier im Schulbetrieb, genau deswegen müssen wir uns ganz einfach behelfen, indem wir sagen,
wenn wir hier nur ein paar Punkte haben und wir wissen, es wird eine Kurve, dann ziehen wir bitte entlang der Punkte eine schöne Kurve mit einem Schluck durch. Das heißt, wir müssen die Krümmung selber erfinden. Wir haben zu wenig Bildpunkte und müssen unsere Krümmung selber erfinden. Okay? Das ist der ganze Hintergrund. Schön ist es bei einer Linie wie hier oben. Hier habe ich kein Problem damit. Hier kann ich einfach ein Lineal anlegen. Peng. Hier gibt es eine Frage. Wenn ich jetzt zu wenig Punkte nehme, ich habe bloß hier einen Punkt und hier einen Punkt, dann habe ich ein Problem. Wenn ich nämlich hier versuche, naja, ich mache das so, das kann es schon nicht sein. Ach nee, das soll ja eine Hyperbel sein. Dann mache ich so eine Hyperbel. Das könnte es sein. Wenn ich aber nicht wenigstens einen Punkt hier irgendwo habe, dann weiß ich nicht, wie steil muss die Hyperbel werden. Also, ich brauche auf jeden Fall in diesem Bereich zwischen den äußersten, also maximal, brauche ich auf jeden Fall hier einige Punkte, damit ich weiß, läuft die also sehr steil, die Hyperbel, oder, nochmal weg, habe ich, so wie vorhin, in unserer Hausaufgabe nur einen kleinen Ausschnitt einer Hyperbel und habe hier nur einen ganz flach gehenden Verlauf, also nicht so stark gekrümmt, sondern nur ganz flach. Also, unbedingt, das sind die wichtigsten Werte. Hier brauche ich ein paar Zwischenwerte, sonst kriege ich die Krümmung nie hin. Gut, letzte Aufgabe für heute habe ich drüber geschrieben. Wir waren nämlich eben draußen und haben uns an den vielen Autos, an Gebäuden sieht man es ganz wenig, aber an Autos sieht man es gerne, Hyperbeln angeguckt. Typisch für einen Kofferraumklappe, dass die einen hyperbolischen Verlauf hat. Ja, den habe ich hier, das war falsch hier oben, das war falsch. Der hyperbolische Verlauf ist dadurch gekennzeichnet, dass er eben hier nicht wieder um die Ecke geht. Das darf nicht sein. Haben wir an vielen Autos gesehen, das macht die Sache gefälliger, als wenn ich gerade runtergehe, dann vielleicht ein bisschen abrunde. Das sieht immer ein bisschen dröch aus. Ne? Also haben wir eben gesehen. Letzte Aufgabe für heute. Ihr macht mal aus dieser Tabelle, macht ihr mal was. Ich weiß nicht, was es ist, aber eins weiß ich. Ein Flugzeug fliegt mit einer Geschwindigkeit von 800 km pro Stunde und es fliegt eine Stunde lang. Es fliegt eine bestimmte Strecke und es möchte immer das Gleiche erreichen. Jetzt versucht man daraus was zu machen. Was könnte das werden? Eine Gerade? Wird es eine Hyperbel? Es möchte eine bestimmte Strecke fliegen und es braucht für die Strecke eine Stunde. Was kann man daraus machen? Also um das nochmal zu konkretisieren, der Pilot sagt sich entweder, ich möchte die gewisse Strecke in einer Stunde schaffen. Oder der Pilot sagt, ich habe richtig Zeit, ich fliege ganz langsam. Ich meine, so langsam wird so eine Mühle nicht fliegen wollen. Aber wir tun mal so. Also wir können auch sagen, was steht auf dem Tachometer hier jetzt in Rot umrandet? Wenn er in einer Stunde die Strecke bewältigen will, muss 800 Kilometer pro Stunde draufstehen. Wenn er sagt, ich habe Zeit, was muss dann draufstehen? Und wenn er andere Zwischenzeiten sagt, ich möchte schneller da sein oder... Ja, immer die gleiche Strecke. So, jetzt haben wir gerätselt. Wir müssen natürlich sagen, wenn ich die gleiche Strecke mit 800 km pro Stunde fliege und ich lasse mir Zeit 2 Stunden, dann brauche ich bloß 400 am Tacho zu haben und so weiter. Und genau das Thema, das machen wir beim nächsten Mal dann richtig weiter, denn die Zwischenwerte habe ich jetzt vom Schüler übernommen, aber das Zeichnen machen wir jetzt nicht. Okay? Also, wie findet ihr Mathe? Fliegen! Genau.